Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen miteinander. Willkommen zur 51. Folge der Red Night Show und heute haben wir, wir haben das Ganze zweigeteilt. Also keine Sorge, das, was hier jetzt passieren wird, ist wirklich einfach nur auf Unterhaltung ausgelegt und hat absolut keinen politischen Mehrwert. In der nächsten Folge wird es dann wieder ganz normal um das AfD-Verbot gehen, was jetzt aktuell im Bundestag diskutiert wird, beziehungsweise wo man ja ein Referendum für durchführen möchte. In dieser Folge geht es aber, ihr seht es schon am Titel, um Disneys Fillmore. Wie kommen wir da drauf? Wir haben Marvin dabei. Guten Abend, Marvin. Guten Abend. Und natürlich hier an meiner Seite Panda. Meddel, schön, dass du mit dabei bist. Ja, immer gerne. Danke für die Einladung. Wie kam dieses spontane Ding jetzt hier zustande? Ich weiß auch wirklich nicht, wie es jetzt von euch angenommen wird. Ich kann euch nur bitten, nehmt es mit ein bisschen Humor und wir machen uns hier einfach nur ein bisschen über den aktuellen politischen Zeitgeist lustig und gucken das oder übertragen das im Prinzip auf eine alte Sendung aus Anfang der 2000er. Für die Leute, die Disneys Fillmore nicht kennen, das ist eine Pausenaufsicht an einer Middle School in Amerika, der seinen Job ein bisschen zu ernst nimmt. Also für jeden, der mal ein bisschen in der Schule war, also ich denke mal aufgrund der Schulpflicht hier, also einige, die, also es gab ja manchmal so eine Pausenaufsicht. Das waren dann entweder Lehrer oder, ich weiß nicht, so Zehntklässler oder sowas. Ja, jetzt stellt euch vor, das einfach auf Testo angelehnt oder auf Koks oder so. Und dann ziehen die das komplett durch und sind die übelsten Übermax. Ja, das ist Fillmore. Ihr werdet gleich sehen. Und Marvin, du hattest uns gesagt, wie kam Fillmore eigentlich zustande? Das hattest du gerade im Vorgespräch schon angeteasert, aber wir haben dich gebeten. Bitte, das muss die ganze Welt hören. Erleuchte uns. Also der Gründer von Fillmore, der hat wohl meiner Information nach die Serie ursprünglich als echte Krimiserie geschrieben, wurde aber abgelehnt von, ich glaube, Akte X oder so, oder Criminal Minds, bin ich gerade nicht mehr sicher. Und dann hat er quasi die gleiche Storyline, die er schon geschrieben hat, einfach auf Kinder und Schule umgeschrieben und an Disney verkauft. Der Typ hat in seiner ganzen Karriere genau zwei Sachen, also zumindest zwei bekannte Sachen gemacht. Einmal ist es Disneys Filme und einmal ist es The Walking Dead. Ah, von dem ist auch The Walking Dead. Was? Genau. Ich bin ehrlich zu euch. Genau, also, ja. Ich fand The Walking Dead bis zum Ende der dritten Staffel gut, okay bis gut, sag ich mal, oder gut bis okay. Aber mir hat so dieses gefehlt, ja, wir möchten jetzt irgendwie das rückgängig machen. Also irgendwie sowas, dass man bestreben hat. Klar, nein, also wenn wir in einer Welt leben, in der eine Zombie-Apokalypse ist, dann wüsste ich auch nicht, wie ich anfangen sollte. Natürlich würde ich einfach Schutz suchen und versuchen zu überleben. Und das macht ja die ganze Sendung. Ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es mittlerweile gibt. Ich habe dann Anfang der vierten aufgehört. Aber von einer Serie erwarte ich zumindest, weil das ist monoton, ich ziehe jetzt von, also jede Staffel ist irgendwie das Gleiche. Natürlich passieren da so ein paar Highlights, sag ich mal, auch basierend auf der Location, wo die sich gerade befinden, weil in der zweiten Staffel, dritte Staffel waren die ja im Knast. Die haben sich im Knast verbarrikadiert und die hatten Stress mit so einer Festung. Also die haben da so ein Dorf in so eine Festung umgewandelt. Das war das mit dem Governor, wenn man das noch kennt. Das war okay, sag ich mal. Ja, man hatte irgendwie Beef mit denen, warum auch immer, weiß ich gar nicht mehr. Aber dann war es, vierte Staffel fing wieder so an, ja, der Beef ist vorbei, jetzt ziehen die weiter. Oh mein Gott, jetzt ziehen die wieder durch die Gegend, killen ein paar Zombies, gibt ein bisschen, einer wird gebissen, neue Leute kommen dazu. Wow. Und dann verbarrikadieren die sich wieder und es endet wahrscheinlich wieder gleich wie die dritte Staffel. Ich habe den Anspruch an eine Serie, dass zumindest ein bisschen was erzählt wird, im Sinne von, die haben Bestrebungen, ein Gegenmittel zu finden, irgendwo gibt es, oder für sowas ein, dass es irgendwo eine Forschungseinrichtung gibt, wo die an einem Gegenmittel forschen und das hat sich rumgesprochen oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich bin ja jetzt kein Regisseur und kein Drehbuchautor. Aber von Staffel zu Staffel das Gleiche zu machen, ah komm, Alter. Und wieso hat das eine Erfolgsquote, dass man davon irgendwie 10 Staffeln oder sowas drehen kann? Bitte, erklärt mich auf. Keine Ahnung, ich habe die erste Staffel gesehen, ich habe mich so todesgelangweilt, weil einfach zum Verrecken keine Zombies kommen. Ich will doch mal so ein bisschen Action zwischendurch haben. Aber Panda, die erste Staffel war wenigstens, da hatten die wenigstens noch den Anspruch, dass die ja, die sind ja in diese Stadt gezogen, wo dieses Zentrum war und sowas, ne? Und die waren noch auf der Spur, auf der Suche, woher kommt das eigentlich? Weil der Typ lag ja im Koma, war ja im Krankenhaus, ne? Wacht auf und denkt so, was ist denn hier los?
Ja, und keine Ahnung, es war trotzdem einfach so langweilig. Ich habe, wie gesagt, die erste Staffel gesehen und dann nicht mehr weitergeguckt. Ja, verständlich. Also bitte, Marvin. Ich möchte kurz was dazu sagen. Erstmal, ihr habt beide recht. Ich gebe Panda recht mit dem, es passiert einfach zu wenig. Das sehe ich genauso. Es ist nämlich fucking GZSZ, nur mit ein paar Zombies, die im Hintergrund rumlaufen. Und nicht nur, es passiert einfach zu wenig, und das, was zu wenig passiert, wiederholt sich von Staffel zu Staffel. Das stimmt nicht ganz. Also, sie finden doch dieses Zentrum für Seuchenkontrolle. Ja, in der ersten, aber danach haben sie es dann aufgegeben. Danach ist es aber, The Walking Dead ist da wirklich sehr buchstäblich, denn eigentlich ist es ein fucking Walking Simulator. Sie laufen halt zur Stadt von Stadt, oh, es gibt ein paar Böse, oh, es gibt viele Zombies, und dann, du hast recht, sie wiederholen es wirklich alles. Und das Ende in den Comics ist genauso schlecht wie das Ende in der Serie. Das macht einfach, also Sinnhaftigkeit von der Zombie-Serie lasse ich mal außen vor, aber ich finde die auch super schlecht. Ich verstehe auch nicht, warum die so gehypt wurde. Ist die vorbei? Damals. Ja, es gibt jetzt zwei neue Serien. Kennst du ja das Ende? Walking Dead, es gibt ja auch Fear das Walking Ende Dead. Vom Comic und von der Serie kenne ich, ja, genau. Und es kommt jetzt noch eine neue Serie mit dem Daryl als Hauptdarsteller. Der hatte Charakter, der Typ. Der ist halt Südstaat, das Motorrad gefahren hat, eine Armbrust. Natürlich wäre der cool. Ja, der hatte schon Charakter. Das habe ich mir, der blieb mir auch im Gedächtnis. Und dieses eine blonde Mädchen. Okay, Weird Flex. Weird Flex, nein, das war die Tochter von dem Typ, wo die in der zweiten Staffel auf der Scheune waren. Der ist in der dritten Staffel gestorben, stimmt, der Alte. Ja. Gut, Karl wurde dann auch irgendwann erwachsen. Es soll aber auch gar nicht darum gehen. Wie endet The Walking Dead? Bitte klär mich auf, ich will mich nicht durch 11 Staffeln quälen. Also, ich weiß, dass sie im Comic kommen sie zu einer Stadt, die heißt Sanctuary. Und das ist halt wie so eine Wildwestern-Stadt, wo sie sich halt so eine Zuflucht gebaut haben. Da arbeiten sie irgendwie an Medizin. Karl stirbt. Ich weiß nicht, ob er in dieser Stadt stirbt oder davor. Er bringt versehentlich jemand um, soll dann gehangen werden, stirbt an irgendeiner anderen Scheiße. Das weiß ich noch. Und also das Ende von dem Plot ist im Comic zumindest, ja, wir haben jetzt einen Zombie-Apokalypse, damit müssen wir jetzt irgendwie leben und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und ich meine, dass das in der Serie sogar noch so minimal woke wird am Ende, aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, weil ich irgendwann abgestellt habe, weil ich das so dumm fand. Das ist das gleiche Problem, was auch, Vorsicht, Major-Spoiler, Last of Us 2, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Oh Mann, ja. Alter, bitte spoiler mich nicht mit der Serie. Ich habe die erste Staffel gesehen und warte wirklich auf die zweite. Okay, ich spoiler dich nicht von der Story, aber es wird Vogue. Dice. Also wenn sie es so machen wie im Spiel wird es nämlich auch Vogue. Und das war halt plötzlich auch so, ja, die erste Staffel war sehr gut, das erste Spiel war sehr gut. Die zweite Staffel gibt es natürlich noch nicht, die ist gerade in Produktion, kommt nächstes Jahr, aber das ist halt wie das Phänomen, keine Ahnung, ich bin kein Fußballfan, aber wenn ich Fußballfan wäre und Fußball gucken würde, dann wäre es eigentlich ganz schön, das ohne politische Ansicht zu machen, ohne Regenbogenflaggen und ohne Regenbogenbande und sowas. Alter, ich sag ganz ehrlich. Ich fand es aber noch erträglich, muss ich sagen. In einer Welt, in der Zombies mich umlegen wollen. Tut mir leid, aber da juckt mich deine Sexualität wirklich gar nicht. In einer Welt, in der Zombies mich umbringen wollen, ist die Gendergerechtigkeit mein geringstes Problem, ehrlich gesagt. Ja, also schön, Marvin, dass du mit uns dieses Stückchen amerikanischer Filmkultur teilen konntest. The Walking Dead, jetzt wissen wir endlich, wie es ausgeht, zumindest im Comic. Ja, keine Ahnung, wenn Zuschauer sich durch diese ganzen 11 oder 12 Staffeln gequält haben, ja, berichtet mal sehr gerne darüber. Leute, wie sieht's aus? Sollen wir hier reinstarten in diese Krimi-Folge? Das ist wirklich True Crime, was wir uns jetzt reinziehen. Auf jeden Fall. Okay. Glaubt ihr eigentlich, dass Fillmore und Disneys große Pause im gleichen Universum spielen? Nee. Glaube ich nicht. Also, das geht in meinem Kopf auch nicht zusammen, weil das zwei völlig unterschiedliche Zeichenstile sind. Die kann ich gar nicht übereinander legen. Aber, die richtigen Gs, die damals Nickelodeon geguckt haben, wissen, es gibt dieses Crossover von Cosmo und Wanda und Jimmy Neutron. Jimmy Neutron, ja. Junge, ganz ehrlich, wer das. Weil es da so scheiße aus, wo die dann auf einmal in dieser Jimmy Neutron-Welt waren. Wo die das getauscht haben, wo auf einmal. Ja. Wo Timmy Turner, diese 3D-animierte Figur war. Es sah richtig weird aus. Also, es passt einfach in meinem Kopf nicht zusammen. Und deswegen sage ich, große Pause und Fillmore spielen einfach nicht zusammen. Also in einem Universum. Einfach nur, weil es in meinem Kopf nicht übereinander liegt. Ich glaube, Fillmore würde
psychisch erkranken, wenn er auf dem Schulhof von der großen Pause, weil es ja irgendwie alles illegal. Es gibt so zwei Zwillinge, die untertunneln einfach die Schule, so viel mit Glücksspiel. Es gibt so einen Sechstklässler, der beherrscht einfach alles, komischerweise. Ja, King Bob, ne, Achtklässler also, ist der. Das, genau, achso, Achtklässler, okay. Also ich denke, dass Disneys große Pause ist halt eine Waldorfschule, ehrlich gesagt. Das ist eine amerikanische Highschool in den 90ern, change my mind. Nee, Quatsch, nicht Highschool, das ist... Nee, was ist das denn eigentlich? Das sind doch Grundschüler, Elementary oder School nicht? School wahrscheinlich, oder? Ja, aber stimmt, geht ja nicht bis zur 8. Gesamtschule, stimmt. Alter. So, wir starten, Leute. Jetzt wird's wild. Viel Spaß. Und nehmt's mit ein bisschen Humor. Fillmore, ich übernehme das. Ich muss mal kurz sagen, Boosty Panda und Marvin reagieren auf einen Zeichentrick. Krimi vor GTA 6. Oh Gott. Ey, boah, ich habe richtig gut Freescreen erwischt. Junge, das ist ein richtiger Motherfucker, der Typ. Kennt ihr diese Folge, wo er ein Date hat? Und er ist halt wirklich, er ist noch ein stabiler Mann. Der gute Fillmore. Ich weiß nicht mehr. Warte. Die Folge, wo. Am Ende mit dem Hühnchen oder so. Ja, ganz genau, genau. Ne? Und sie hat ihn dann zum Essen eingeladen und irgendwas passiert da in der Garage, weswegen er das Date dann abbricht und sie dann so: Nein, bitte, Fillmore, geh nicht. Und ich weiß nicht mehr, was er sagt. Und dann dreht er sich nochmal um am Ende und sagt: Und übrigens, das Hühnchen war zu trocken. Und dann geht er einfach weg und da kannst du wirklich diese Sigma-Musik einspielen. Und oh, nein, weißt du was? Ein Moment. Ich such das mal kurz raus. So. Fillmore, so ist es am besten. Aber es ist viel komplizierter. Ich habe immer noch Gefühle für dich. Kannst du nicht dein Auge zudrücken? Nur dieses Mal. Versuch mich für dumm zu verkaufen. Ich dreh keine krummen Dinger mehr. Nicht mal für dich. Für niemanden. Komm morgen früh zu mir ins Büro und zwing mich ja nicht, dich zu holen. Und noch etwas, Baby. Das Hühnchen war zu trocken. Total staubtrocken. Boah, Junge. Alter. Was ein Chat. Er hat dir wirklich so gottlos gegeben, ey. Perfekt. Ja, Junge, diese Szene ist so genial. Mir lädt es noch bei euch auch, oder? Ich glaube, wenn man jetzt gleich Play drückt, dann sollte es gehen. Okay. Folgendermaßen, Fillmore hatte nämlich mal eine kriminelle Vergangenheit. Aber jetzt ist er auf dem rechten Pfad und bekämpft jetzt quasi das Verbrechen. Ja, komm, bla 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 bla. Kann ich mal richtig vorspulen bei dem Scheiß, ey. Ja, bei dem Intro auch so richtig Flashbacks zu früher. Klar, Mann. Nach einer Idee von Scott M. Gimple. Ist das der Typ, von dem The Walking Dead ist? Genau. Maschine. Interessant. Maschine. Er hat zwei gute Sachen gemacht. Nee, er hat eine gute Sache gemacht, die andere weiß ich nicht. Aber sie war auf jeden Fall erfolgreich. Und jetzt Fillmore. Die heutige Episode trägt den Titel Rostfreier Edelstahl. Erster Akt, verlorene Unschuld. Und jetzt nein, stopp. Das geht so nicht. Überleg mal, das ist eine Sendung der Anfang der 2000er. Wenn das heute eine Sendung wäre, die auf dem Kika laufen würde, wir hätten nur eine Toilette und das wären All-Gender-Toiletten. 23. Was, 23? Auf zwei Toiletten. Hm. Ja, die gute alte Zeit. Da gebe ich das Wort an die Präsidentin des Ausschusses für neue Schultoiletten der X-Middle School, Robin Spencer. Bis ein Schüler der X-Middle School seinen Abschluss macht, besucht er bzw. sie die Schultoilette im Durchschnitt 432 Mal. Und dadurch, dass wir ab sofort Tacos in der Schulkantine serviert bekommen, ist anzunehmen, dass dieser Durchschnitt nach oben korrigiert werden muss,
Und zwar um ganze 12%. Jeder der neu gestalteten Toilettenräume der X-Middle School ist nunmehr ausgestattet mit Bewegungssensoren, beheizten Toilettenbrillen, automatischen Toilettenpapierspendern und sogar Hochdruck-Bidets. Aber hey, warum erzähle ich euch das? Was sind Hochdruck-Bidets? Das ist der Händetrockner. Oh, okay. Oder sollen das diese Dinger sein, die dir den Arsch Das habe ich, da muss ich auch dran denken. Aber mit Hochdruck, das wäre ja übel unangenehm. Normal kommt dann doch nur so ein bisschen Wasser raus. Wie aus so einem, was ist das denn bitte für eine Schule, die sich beheizte Klobrillen leisten kann? Da weißt du, wie gut es denen geht. Das ist bestimmt so eine Privatschule. Deswegen machen die da auch alle, was sie wollen, weil die sagen, bitte, mein Vater spendet dieser Schule noch ein paar Millionen, sie können mir gar nichts. Also ich habe gerade mal geguckt, Bidets sind tatsächlich so Dinger, die hängen neben der Toilette und damit kannst du, also wie so ein, ach, keine Ahnung, wie so ein Waschkopf einfach, hab ich noch nie gesehen. Oh mein Gott, hat er auch so, ist das so eine Brause, die du unter deinen Hintern halten kannst? Ja, genau. Ja, klar, ganz ehrlich, das kannst du nicht bringen in der Schule, weißt du auch warum? Du wirst so schnell Scheiße da dran finden, das macht keiner sauber. Nie ja. im Leben, nie im Leben. Wobei, wenn die sich beheizte Klobrillen und Bidets und sonst was leisten können, dann vielleicht noch eine Putzfrau, die wirklich jeden Tag zweimal darum da einmal durchwischt. Ganz ehrlich, die kriegt dann ihre 6.000 Dollar im Monat dafür, muss auch sein. Also, kannst ja nicht. Weißt du, wie deutsche Toiletten aussehen? Ich sag mal so. Die Scheiße im was? Bei uns hat mal einer einen D-Böller in die Toilette geschmissen. Oh, Junge, und abgespült. Was? Also, Alter. Das Ding ist dann natürlich explodiert und dann hast du halt einen Rohrbruch. Schön. Ja, gar nicht gut. Achso, die Keramikschüssel ist auch kaputt gegangen davon. Ja, und dann lief das Wasser da einfach raus. Und dann stand die Toilette und also, ganz ehrlich, deutsche Schulen sind am Ende. Ja. Das hier ist eine Utopie. Mich würde nicht wundern, wenn man da heute hingeht und die einfach immer noch so sind wie damals, wo uns schon gesagt wurde, ja, die werden auf jeden Fall demnächst neu gemacht. Ist meinst du, die Kabine, wo ich auf der Schule war, ist immer noch zugesperrt? Garantiert. Oder heißt es, da hat mal einer einen Böller reingeschmissen. Wie lange ist das schon her? Ja, 10 Jahre. Okay. Was eigentlich? Seht es euch doch selbst an. Das ist der ganze Stolz unserer X-Middle School. Nein. Nein! Stainless. Junge, Alter. Da war ein richtiger Linksextremer unterwegs. Kannst mir erzählen, was du willst, aber die sprühen doch immer alles voll. Jemand soll das Security-Team rufen. So! Jo, Alter, Leute. Jetzt geht's los. Okay, do not cross crimes here. Jetzt ist wieder die Schule, an die ich mich erinnere, ja. Jo, jetzt geht das Detektivspiel los. Er geht jetzt nicht ernsthaft mit seinem Kakao ins Bad. Jetzt macht er einen auf CSI Miami und sagt, Eric, was haben wir hier? Horatio, ein Architekt. Ihm wurden die Hände abgeschnitten. Mhm. Dann packt er sich so an die Hüfte und schiebt seinen Sakko nach hinten und sagt, scheint so, als hätte es sich für ihn ausgezeichnet. Und dann kommt das Intro von The Who. Ihr habt keine Ahnung, ihr habt noch nie CSI Miami gesehen, kann das sein? Nee. Oh, ich hoffe, das ältere Semester in den Kommentaren weiß auf jeden Fall Bescheid. Es gibt die ein oder anderen, die auf jeden Fall The Who gerne hören. Natürlich, Baba O'Reilly war ja hier schon öfter auf meinem Kanal vertreten, aber hier meine ich jetzt, jetzt komme ich gerade gar nicht auf den Titel von dem Song. Meinst du die mit den mongolischen Kehlkopfgesängen? Hä? Nein, die Rockband aus den 60ern. Ach die. Also ich kenne nur Behind Blue Eyes. Behind Blue Eyes ist auch von The Who, genau. Ja das kriege ich ganz schnell hin. Einen Moment. Ich gucke einfach in meine 70er-Playlist und Won't Get Fooled Again. Das meine ich. Das kommt dann. Hey,
können wir den Bewegungsmelder desensibilisieren, bevor O'Farrell mich ertränkt? Könntest du bitte aufhören, von mir in der dritten Person zu sprechen? Ich stehe direkt vor dir. Stainless. Sehr auffällig. Die Maler haben das hier gestern Mittag fertiggestellt. Sie haben zum Lüften die Tür aufgelassen. Und zwar die ganze Nacht. Dann könnte es jeder gewesen sein. Hör zu, ich will am Wochenende mit meinem Dad angeln gehen. Und es würde mich ärgern, wenn mir dieser Stainless einen Strich durch die Rechnung macht. Also, was habt ihr... Jetzt habt ihr am Wochenende in die Schule gehen. Ich frage mich wirklich mal, also... Das Geniale daran ist, es ist geschrieben, als wenn das Erwachsene wären, aber es sind halt einfach 6-Klässler und der andere sind 8-Klässler. Der Chef von denen. Bisher herausgefunden. Passt auf, Stainless schreibt seinen Schriftzug überwiegend mit roten, wasserfesten Stiften. Und zwar dieselbe Marke, die auch die Schule bestellt. Das bringt uns nicht viel weiter. Oh, das ist die deutsche Stimme von Detektiv Conan. Ah, da warst du mehr Conan als ich. Conan Edogawa. Ich finde, man hört das sehr deutlich. Okay, sorry. Nein, ich habe Detektiv Conan tatsächlich nie wirklich aktiv gesehen. Ich kenne die Musik daraus, aber ich habe es leider nie geguckt. So, also ich war damals kein Fan von Detektiv Conan. Ja, ich weiß. Jetzt vielleicht Schande über mein Haupt oder so, aber nee. Nächste Reaction, dann Detektiv Conan. Nee, also ich habe das nie so gefühlt. Ach du Scheiße. Du bist eigentlich so der Typ dafür. Vielleicht, wenn ich es gucke, denke ich mir so, wow, das ist ja, da habe ich ja was verpasst. Ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall. Dieser Stainless muss neu in der Szene sein. Solche Schmierfinken geben sich doch nicht mit einmal zufrieden. Principal Folsom will, dass Stainless enttarnt wird, bevor er noch größeren Schaden anrichten kann. Was ist mit dem Text selbst? Die Farbe, Schriftart? Es muss doch einen Experten geben, dem wir das zeigen können. Einem Kunstlehrer vielleicht. Hey, wir könnten es Randall Julian zeigen. Randall, der Vandalierer? Erhält er nicht Einzelunterricht im Bunker draußen am Sportplatz? Vergiss es, er hilft uns nicht. Hat einen was für eine Schule? Im Bunker? Okay. Es gibt Folgen davon, da zeigen die ja dann den Sportplatz und das ist die, also keine Ahnung, aber das sieht aus, als wenn das eine, also wie viel Geld hat diese Schule? Solche Sportplätze, solche Tribünen oder so haben ja nicht mal irgendwelche Zweitliga-Vereine. Besseren Vorschlag? Versucht es. Fillmore, du weißt, ich bin neu hier. Ein paar Infos bitte. Wer ist Randall, der Vandalierer? Randall Julian war der begabteste Kunstschüler aller Zeiten. Seine Makaroni-Collagen wurden landesweit mit Preisen überhäuft. Doch dann veränderte er sich. Er schmiss Makaroni und Klebstoff in die Ecke und schnappte sich wasserfeste Filzstifte. Und wurde ein Tagger. Nicht irgendein Tagger, er wurde der Tagger. Flavor Saver. Der Beste oder der Schlimmste, je nachdem, wie man es betrachtet. Randall Julian hat sämtliche Toilettenräume der Schule vollgetaggt, außer einen, den Toilettenraum im Lehrerzimmer. Wir haben ihn erwischt, bevor er sein Werk vollenden konnte. Und du hast... Stark, Alter. Du hast ihn geschnappt, nicht wahr? Dann durfte er sich ja tierisch freuen, dich zu sehen. Junge, guck dir diesen Bunker an, was ist das? Hauptsache... Eine Person vor allem. Du schickst dein Kind in die Schule und das muss erstmal zur Strafe in den Bunker gehen. Erstmal musst du eine halbe Stunde dahin laufen von der Schule. Bei mir abgeben. Habt ihr irgendwelche Tinte, Tintenfüller, Tintenpatronen, Kugelschreiber, Wachsmaler, Filzstifte, Buntstifte, Textmarker oder etwas ähnliches? Irgendwelche Farben für drinnen oder draußen, Sprühdosen, Fingerfarben, Posterfarben, Modellbaufarben, Körperfarben oder irgendetwas anderes in der Art? Eyeliner, Lippenstift, Wimperntusche? Hey, warum packt ich auch nicht. Oh. Bitte, Marvin? Warum fragst du nicht ihn? Ja, das ist eine gute Frage. Haha, folgt mir. Mr. Randall Julian. 2002 noch ein Witz, heute Realität. Ja, heute, nee, aber ich hab das, Entschuldigung. Er ist zu Dauerarrest verurteilt. Seine Eltern übergeben ihn frühmorgens in unsere Obhut und holen ihn spät nachmittags wieder ab. Was ist das, Alter? Was sind das für Eltern? Dann schick dein Kind auf eine andere Schule. Ich meine, überleg mal, dein Kind wird in den Knast gebracht und wird abgeholt. Der Knast wäre humaner. Unterrichtet wird er über unsere schuleigene Videoanlage. Momentan stehen seine Noten auf 1+ in allen Fächern. Auch wenn euch die Sicherheitsvorkehrungen über... Nein, tut sie natürlich nicht. Das ist voll normal. Glaubt mir, sie sind nun mal notwendig. Am 3. November dieses Jahres betrat der Schulpsychologe die Zelle mit einem Bleistiftstummel in seinem Rucksack. Mr. Julian brauchte 10 Minuten, um das auf die Ostwand zu malen.
Wahnsinn. Moment mal, das hat er alles mit einem Bleistiftstummel gemalt? Ich lass euch jetzt rein. Alter, was war wohl da drauf zu sehen? Das war wohl heftig. Oder die hatten selbst keinen Plan und haben einfach nur geflext. Wie sie das Hakenkreuz. Oh. So, und was ab? Junge. Was zur Hölle? Der Typ, der das geschrieben hat, was ist mit ihm falsch? Das ist der scheiß Kindersendung. Plus B in Klammern zum Quadrat ergibt, das lernen wir beim nächsten Mal. Oh, binomische Formeln. Bis morgen. Cornelius Fillmore, du hast einen neuen Partner. Randall Julian, das ist Ingrid Third. Sehr erfreut. Einfallslos, emotionslos, uninteressant, total unwichtig. Wir sind nicht hier, um irgendwelche... Er ist der perfekte Bösewicht. Hier, um irgendwelche Kunstkritiken zu hören. Selbstverständlich nicht. Ich soll euch helfen, ihn einzufangen. Warum sollte ich? Wir könnten mit der Schulleitung sprechen. Vielleicht verkürzen sie deinen Arrest. Was? Ich soll all das hier aufgeben? Wir sind hergekommen, weil wir dachten, du verdienst eine zweite Chance. Anscheinend haben wir uns geirrt. Euer Stainless schreibt von rechts nach links. Was? Die deutsche Sprache, wie euch ja sicher bekannt ist, schreibt man von links nach rechts. Stainless schreibt seine Text rückwärts, von rechts nach links. Das sieht man daran, wie sich die Buchstaben überlappen. Warum sollte denn jemand von rechts nach links schreiben? Nein, wenn ich euch das sage, wäre es viel zu einfach. Wenn ihr irgendwann von allein drauf gekommen seid, kommt mich mal besuchen. Vielleicht erzähle ich euch dann mehr. Ich kapier... Was für ein Motherfucker, Alter. Er ist bestimmt Linkshänder. Und deswegen, und er möchte das nicht... Schreibst du auch von links nach rechts, oder? Ja, aber wenn du mit feuchter Farbe schreibst, dann verwischst du die dann nicht. Oh, Panda, gut. Also suchen ich wir vielleicht... Ein Detektiv. Wir suchen vielleicht einen Linkshänder. Ich hab schon alles vergessen, ich bin nicht gespoilert. Keine Ahnung, ob das stimmt. Naja, ich kann mich auch in dieser Folge jetzt nicht so wirklich im Detail erinnern. Ist halt die erste Folge von Fillmore. Es gab auch nur leider eine Staffel, oder? Ich habe keine Ahnung. Zwei Staffeln. Oh, okay. Ja, dann haben wir was vor. Hier das nicht. Warum sollte ein Künstler wie Julian sich dazu herablassen, Toilettenwände zu beschmieren? Third, das solltest du lieber dem Schulpsychologen überlassen. Wenn du mal ein richtiges Kunstwerk sehen willst, dann sieh dir das an. Die 309 Waterman 452 Flexus 680. Vierte Edition. Empfohlen vom sechsmaligen Meister im Fliegenfischen, Dale Rondell. Eine Angelrute? Meine Angelrute. Mein Dad hat sie mir bestellt bei fliegenfischen.world. Oh Mann, sie könnte jeden Tag hier eintreffen. Deshalb will ich das hier Stainless Fass, damit ich sie auch benutzen kann. Forscht gründlich nach. Vielleicht geht es hierbei ja gar nicht ums Text. Diese Vielleicht Szene. Ist nur. Jemand von dieser ganzen Toilettenrenovierungsgeschichte genervt. Oh, das hier sind die letzten. Kannst du wirklich so schnell. Sie war's. Hundertprozentig. Lesen? Fotografisches Gedächtnis. Weißt du, ich hatte den Toilettenausschuss gebeten, rostfreien Edelstahl zu verwenden. Es ist doch wohl allseits bekannt, dass rostfreier Edelstahl so gut wie nicht zerstörbar ist. Übrigens, rostfreier Edelstahl heißt Stainless Steel im Englischen. Ah. Also sie suchen jemanden, der Stainless heißt. Krasses Foreshadowing. Das ist interessant. Das wusste ich jetzt gerade. Also da habe ich diese Verbindung überhaupt nicht gesehen. Aber sie haben mich ignoriert. Dabei hätte Edelstahl so schön ausgesehen. Jedenfalls besser als diese hässlichen Schmierereien. Also sie hätte lieber eine andere Innenarchitektur gehabt in ihren neuen Toiletten, die sie gestalten durfte. Sie wollte lieber Edelstahloptik haben, aber das haben sie ihr nicht gegeben. Oder wie habe ich das gerade nicht? Deswegen musste sie das Klo zerstören, damit das neu gebaut wird. Ich sag's euch. Na, ich glaube, jetzt ist es natürlich, das wäre natürlich zu offensichtlich. Das ist eine Kindersendung. Ich weiß nicht, ob das, also vielleicht war sie's und man hat extra so einen offensichtlichen Hinweis gegeben, dass man in die Richtung jetzt denkt. Oder die wollen uns in eine andere Richtung extra irre führen. Sie ist auf jeden Fall erstmal ganz oben. Normalerweise müsste man sie mal verhören. Na, du weißt, also ganz ehrlich, geschieht ein Familienmord, ist der Erste, der gefragt wird, der Ehemann oder die Ehefrau. Halt einfach die in der Nähe sind. Ich hab etwas. Nachdem die Renovierung der Toiletten beschlossene Sache war, übernahm der Ausschuss dieses Büro hier und ein kleiner Club flog raus. Es war der alternative Kunstclub, die verhungernden Renoirs. Volltreffer, verärgerte Künstler. Der Club hat nur 3 Mitglieder. Einer ist Frankie Polk, der Gründer und Präsident. Du warst bestimmt sauer, als sie euch den Clubraum wegnahmen. Nein,
Eigentlich nicht. Ich fand heraus, dass Büros die Kreativität hemmen. Das Einzige, was mich wirklich sauer macht, ist, dass wir von so wenig Schönem umgeben sind. Ich nenne das... Also das kann man... Aktivist. Ja, ja, ja. Erstmal ein bisschen Suppe auf die Bücher kippen, weil die machen CO2 vor 400 Jahren oder so. Die Integration zu sich selbst. Tommy Howard. Junge Künstler. Also ich sag dir ganz ehrlich, das war eine Hommage an die moderne Kunst. Moderne Kunst, Leute, ist für mich, das ist für mich eine Frechheit. Kunst soll ja nicht, also die sagen immer ja, Kunst soll provozieren. Aber nein, Kunst soll in erster Linie schön aussehen. Ja, die Message, die damit vermittelt wird, ist was anderes. Du kannst eine Message auch hässlich verpacken. Dann ist es irgendwo keine Kunst. Also so ein Gemälde muss in erster Linie schön aussehen. Aber die moderne Kunst ist mittlerweile einfach nur noch, ja, das soll provozieren. Dann stapeln die da einfach einmal mit Sand und kippen die dann um und dann, oh wow. Ich habe mal so ein Video gesehen. Weil das schon sehr witzig ist, da irgendwas rein zu interpretieren. Ja, ja. Ich habe mal so ein Video gesehen, da hat einer in einem Museum für moderne Kunst seinen Schuh ausgezogen und einfach in den leeren Raum gestellt. Und die Leute sind da drumherum gegangen. Und er hat das so von der Ecke gefilmt, wo er saß, halt nur mit einem Schuh an und hat sich kaputt gelacht. Moderne Kunst, liebe Freunde. Ich war mal in einem Museum für moderne Kunst und dachte mir so, jetzt reißt du hier mal so eine Französin auf. Und Panda, du glaubst gar nicht, wie ich das angestellt habe. Wie denn? Ich habe mich einfach, also das war so ein kleiner separater Raum in diesem großen Raum, ne? Und dann habe ich mich da eigentlich nur auf eine Bank gesetzt, während, naja, die Kollegen, mit denen ich da war, die haben sich das halt wirklich angeguckt, ne? Und ich hatte dann auch, man kennt das doch, wenn einem langweilig ist, dann steht man sich so die Beine in den Bauch, ne? Und das tut dann irgendwann weh und dann ist man froh, wenn man sich mal setzen kann. Vielleicht an die Herrschaften, die das hier gucken, wenn ihr mit euren Frauen oder Freundinnen einkaufen geht, Klamotten einkaufen geht, dann ist das immer dieses, ah, ich guck nochmal hier und da und du denkst dir so, oh Junge, Alter. Marvin, du kennst das. Ja, genau. Das ist es. Und also habe ich mich auf diese Bank gesetzt, gegenüber von so einem Gemälde. Dann kam so eine Französin da an und hat sich da hingesetzt und hat angefangen, Notizen zu machen. Und ich habe halt einfach die ganze Zeit nur dieses Gemälde angestarrt. Und irgendwann kam ich mit ihr ins Gespräch und habe gefragt, was sie sich denn da für Notizen macht und was sie denn so in diesem Gemälde sieht, was für interessante Sachen. Und dann fing die an zu sagen, ja, ich ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, aber sie findet es einfach interessant und was der Künstler damit sagen möchte. Und dann habe ich einfach so meine Gedanken dazu gesagt und die war voll begeistert von meiner Interpretation dieses Gemäldes. Hätte ich ihr gesagt, dass ich das Wort hässlich finde und ich es für absoluten Schwachsinn halte, was wir gerade da rein interpretiert haben, wäre das wahrscheinlich nicht so gut gekommen, aber die war da voll hinter. Richtig, richtig interessant. Also mal wieder gelernt, einfach mal ein bisschen dumm schwätzen, klappt schon. Ja, 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 also das ist tatsächlich auch so, datet man nicht konservative oder nicht rechte oder nicht basierte Frauen, sehen wir sie so, dann läuft alles gut, wenn du einfach ein bisschen dumm schwätzt und sagst, ja, ja, passt schon, ne? Oh, Krieg gefährlich in Syrien. Aber wenn du dann mal raushaust und sagst, Syrien ist befriedet und Asyl ist nur auf Zeit, dann bist du auf einmal so, dann bist du unten durch. Da muss man, glaube ich, erstmal ein bisschen Aufbauarbeit leisten, bevor man sich sowas leisten kann, zu sagen. Panda, wie würdest du diese Aufbauarbeit auslegen, sag ich mal. Ich weiß nicht. Marvin, vielleicht. Ich nehme dich da einfach mit ins Boot. Wie würdest du diese Aufbauarbeit auslegen? Könnt ihr mal zusammen? Jeden Tag darüber sprechen, wie viele Messerattentäter in Deutschland. Ja, aber guck mal. Ich glaube, du musst es dann. Das kannst du ja nicht direkt raushauen. Du musst ja erstmal eine Weile überhaupt nichts Politisches machen. Dann vielleicht hin und wieder mal so kleine Andeutungen und dann einfach mal die Reaktion abwarten. Wenn die positiv ist, dann kannst du ein bisschen mehr machen. Wenn nicht, dann, keine Ahnung, lässt du es so. Erstmal noch eine Weile bleiben. Genau, genau. Du musst irgendwie so anfangen, glaube ich, so, du scrollst irgendwo durch und sagst so, oh, in Bad Oeynhausen wurde jemand von einem Syrer abgestochen. Ich glaube, das ist schon zu viel. Du musst einfach sagen, da gab es einen Messerangriff. Na, oh, wie kommt denn sowas? Du musst es erstmal präsent machen.
einfach diese Problematik. Noch gar nicht, was die Ursache ist, sondern einfach nur erstmal dafür sensibilisieren, dass diese Person, die ja quasi so in ihrer eigenen Welt lebt, dass die das nicht erkennt, dafür erstmal ein Ohr bekommt. Und irgendwann kannst du dann halt mal ansprechen, aha, ein junger Mann war der Täter. Mhm. Ah, ein junger syrischer Mann. Mhm. Ja, also, Panda, was wäre dein Ansatz? Boah, wie gesagt, ja, sowas in die Richtung. Ich weiß es nicht. Ja, aber du musst überlegen, wie viel Zeit du da reinstecken musst, um jemanden umzukrempeln, wenn man doch einfach mal kurz mit derjenigen Person zu einem Hauptbahnhof gehen kann, irgendwo in NRW oder irgendwo in Frankfurt oder in Hannover oder Berlin. Das geht natürlich auch. Aber wie gesagt, es gibt ja auch erstmal, es gibt doch genügend andere Themen. Man muss ja nicht direkt von Politik anfangen. Das ist halt, glaube ich, ein großes Problem, was viele aus der Bubble haben, dass sie überhaupt nicht mehr offen sind für andere Themen, sondern nur noch in diesem einen Thema drin sind, permanent. Sucht euch noch andere Hobbys, Leute. Ja. Das ist, denke ich, wichtig. Das stimmt. Da bin ich tatsächlich. Guck Filmmore, keine Ahnung. Irgendwas. Ja, klar, ne? Also du darfst nicht anfangen. Ja, aber ich sag mal so, wenn du in der Lage bist, viele Dates zu bekommen, ob als Mann oder als Frau, kannst du auf jeden Fall mal raushauen, und willst du AfD? Weil wenn dann diejenige Person gegenüber sagt ja, dann ist die Suche vorbei. Würde ich nicht nur davon abhängig machen, oder? Nee, klar, du aber das... Du gehst ja dann davon aus, dass jede Person, die du kennenlernst, die AfD wählt, direkt eine... Nein, natürlich gibt es da noch... Ist schon mal ein guter Indikator, wenn einer da keine Angst vor hat, sag ich mal, generell vor diesen Themen einfach keine Angst und einfach dazu steht, dann ist das schon mal... Dann werdet ihr schon mal kompatibler sein, als wenn da so eine Antifa-Tante sitzt. Ja, oder eine, die dir sagt, Digga, du bist eine Red Flag. Warum? Du kennst GigaChat. Ja. Ja? Marvin, bist du auch ein Sigma? Ein Sigma? Grindest du die ganze Nacht? Was zum Fick? Wovon redest du? Als deine Oma dir mal 5 Euro gegeben hat, damit du dir im Edeka was Schönes kaufst, hast du 5000 Euro rausgemacht an der Börse und hast gesagt, Oma, kauf dir davon was Schönes? Nee, mir ziemlich sicher, wenn ich mir eine Flasche Cola gekauft habe. Sehr gut, dann machen wir hier mal weiter. Wo haben wir überhaupt stehen geblieben? Ach genau, wir haben die Alte da verdächtigt wegen ihrer Edelstahltoiletten. Oh, ein Schatzmeister des Clubs. Vergesst diese ganze Stainless-Sache, Leute. Betrachtet lieber das hier. Ihr versteht es nicht richtig? Ihr seht nur einen Punkt. Er hat den Stift in der rechten Hand. Aber es ist nicht nur ein Punkt, versteht ihr, was ich meine? Das sind 700 verschiedene Schichten, versteht ihr, was ich meine? Das ist ähnlich vielschichtig. Jetzt verstehe ich, was die Leute sagen, wenn ich immer am Ende sage, weißt du? Verstehst du? Das sind 11 Messerattacken am Tag, verstehst du das? Das sind alles ausländische Namen, verstehst du das? Ja, Bussi, ich verstehe das. Wie die menschliche Seele. Lass uns nochmal über Stainless reden. Oh, sicher, er steht im Rampenlicht, er kriegt die ganzen Schlagzeilen. Versteht ihr, was ich meine? Wo bleibt denn ich? Ich will Presse, ich will Anerkennung. Ich werde nicht einfach verschwinden wie Charles Lesky. Ja, auf dieser Schule sind wirklich viele, die irgendwelche Komplexe haben, ey. Versteht ihr, was ich meine? Wer ist Charles Lesky? Genau das meine ich. Versteht ihr, was ich meine? Digga, jetzt verstehe ich, was die Leute in den Kommentaren dann sagen, wenn ich immer sage, Panda, es ist bla 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 bla. Weißt du? Also es ist wirklich 1:1 Boosty. Ich weiß ja nicht. Das ist frech. Die letzte ist Jean Grace, Schriftführerin. Ich muss euch noch was Wichtiges dazu sagen. Dieser Ton ist aus Hafermus hergestellt und... Ich möchte euch mal was kurz über meine Schulzeit erzählen. Da gab es auch sämtliche AGs, die angeboten wurden, auf dem Papier. Jetzt hat sich aber kaum einer gefunden für irgendwelche Kurse. Und dann findet der Kurs nicht statt, wenn du nicht irgendwie eine Mindestanzahl von, weiß ich nicht, 10 Schülern oder sowas kriegst. Das heißt, mindestens 50 gefühlt. Das kenne ich. Ja, und dann callst du diesen Kurs an oder diese AG. Ja, die findet nicht statt. Okay, dann nehme ich diese hier. Ja, die findet auch nicht statt. Und am Ende sitzt du dann einfach in
keine Ahnung, in der Musik-AG oder so und kannst nicht mal Gitarre spielen oder in der Fußball-AG, genau, weil die findet statt, weil ganz viele Leute halt Fußball spielen. Ja. Yeah. Das war echt ätzend. Die ganzen coolen Sachen gab's da nie. Ja, richtig. So, weil in der Grundschule hatten wir auch Töpfern, das war cool. Ja, das ist aber irgendwie noch, damit man was Physisches macht und ein bisschen ja, Feinmotorik lernt als Kind, ne? Das ist durchaus sinnvoll. In der weiterführenden Schule brauchst du das natürlich irgendwann auch nicht mehr in der 8. Klasse. Im Kunstunterricht hatten wir es trotzdem. Echt? Ihr habt getöpfert im Kunstunterricht? Ich habe nur irgendwelche blöden Sachen gemalt. Nö, wir haben auch getöpfert. Ich glaube, irgendwelche Tiere oder so. Ich habe so eine Eule gemacht. Die und dann, und ich glaub, die steht immer noch im Garten von meinen Eltern. Panda verbuddelt den Blödsinn und dann so in 3000 Jahren buddelt irgendeine moderne Zivilisation das Haus und denkt sich so, wow. Ist echt so. Oder verbuddelt den Blödsinn einfach nachts in irgendeinem Park und wartet, bis es irgendjemand findet und sich denkt, wow. So müssen die, Deutschen damals an die Götter gedacht haben. Ein Aschenbecher. Ja, Panda, hast du auch im Kunstunterricht einen Aschenbecher für deine Eltern modelliert? Ja. Geschältem Buchweizen. Sprechen wir nochmal über die Toilettenräume. Da kann ich euch leider nicht helfen. Ich halte nichts von dem Haus Toiletten und ich habe auch noch nie. Die ist auf jeden Fall eine Befürworterin, denke ich mal, für Toilettenschüsseln aus Keramik. Sie wählt auch die Grüne später. 100%. Aber sowas von, Mann. Wenn nicht irgendwie ein einschneidendes Erlebnis in ihrem Leben passiert, Messer, dann ja. Ein dieser Schultoilettenräume benutzt. Ich gehe immer nach draußen und wir verzichten auf Details. Fillmore, Ingrid, ihr solltet schnell herkommen. Ich hab was für euch. Seht euch das an. Die Tintenkonzentration in diesem Teil des Texts ist um 72% geringer. Oh ja, weil da mit. Nee, das ist jetzt interessant. Ich hätte jetzt gesagt, weil man da mit links hergewischt hat. Aber dann hätte man ja, wenn man dann den Arm nach links zieht, verschmiert. Es kann aber auch sein, dass man drauf getupft hat. Und dann ist die Farbe ein Stückchen am Handballen kleben geblieben. Was ist eure Expertise dazu? Also wenn die Person, die jetzt schon beim letzten Mal gefasst wurde, in so einem Bunker unterrichtet wird, was passiert dann mit der nächsten Person? Die wird öffentlich auf dem Schulhof gehängt. In so einem Basketballkorb oder in, warte, wie heißen diese Football-Dinger? Da sind doch so Stangen. Ja. Wo die dann drüber werfen, da dran aufgehangen. Oha. Zur Schau oder gestellt. Vielleicht bekommt der 3 Wochen mit der Unterhose am Zaun aufgehangen. Oh. Oh, das ist Höchststrafe, ey. Ich habe gestern so ein Video gesehen, da ist einer über den Zaun geklettert. Und dieser Zaun war bestimmt 3 Meter hoch oder lass ihn noch höher gewesen sein und hatte oben dann so Spitzen, ne? Nicht mega spitz, aber diese Stangen laufen dann einfach oben aus. Und er klettert da drüber, bleibt mit seiner Joggingbuchse da hängen, konnte sich dann nicht weiter hochziehen, weil die sich da irgendwie verhakt hatte und dann rutscht er da runter irgendwie, dreht sich und hängt dann da kopfüber. Und die Hose rutscht runter und hängt dann nur noch an seinen Schuhen, weil die unten natürlich enger ist. Dann hängt er da kopfüber so runter und dann rutscht auch noch sein T-Shirt hoch. Und dann ist er da im Prinzip nackt, nur noch in Unterhose. Hängt er da so saut runter und wollte eigentlich irgendwo einbrechen. Oh. Alter. Ah, das wäre so geil, ey. Woran könnte das liegen? Es gibt nur einen Grund. Aus seinem Filzer muss die Tinte ausgelaufen sein. Wahrscheinlich hinten. Das Zeug ist schwer abwaschbar, richtig? Die Frage ist, wieso läuft die hinten aus? Das sind ganz bestimmte Stifte. Also, dann sucht euch Stifte, die nach hinten ausgelaufen sind. Weil in der Regel füllst du die nicht hinten auf, die sind zu. Du würdest, wenn du solche Textmarker oder sowas wieder auffüllst, tust du die in so ein Tintenfass, sag ich mal, in so ein Farbfass und er saugt sich dann durch den Stift wieder voll. Dich, wer auch immer dieser Stainless ist, es besteht die Chance, dass noch rote Farbe an seiner Hand oder an seinem Handgelenk ist. Und das bedeutet auch, dass dieser Stainless einen neuen Stift braucht. Oha. Hauptsache, wenn deine Schule einfach ein Hochregallager hat. Stimmt. Keine Bewegung. Das lief nicht gut für Fillmore. Das ist das aus dem Intro. Ende der Fahnenstange, Stainless.
Oh mein Gott. Alter, wie hat er denn die erste Schleife da dran gemacht? Jetzt kriege ich dich. Was glaubt ihr, wer steckt da drunter? Haben wir den bisher schon gesehen? Nee, das wäre noch zu früh. Das wird ein falscher Alarm sein. Ah, okay, weil sonst hätte ich gesagt, das ist ein Fehlalarm. Das ist jemand, der hat auch einfach Stifte klauen wollen. Er hat schwarze Stifte genommen. Das ist der Typ, der gerade den schwarzen Kreis gemalt hat. Oh, kann sein. Wir müssen gucken, ob er mit rechts zuschlägt. Ich glaube, der auch einfach raus. Das ist, wenn er den jetzt mit dem Kopf gegen den Boden drückt, der stirbt. Das Kind dann nicht? Also, oder hat es auch schwerste Verletzungen? Nee, das ist wie bei Mad Max. Aber gut, das hat Mad Max sich dann von Fillmore abgeschaut, weil Fury Road kam natürlich ja später. Da ist Tom Hardy, der wird mit dem Kopf zu Boden gedrückt und dann dreht er sich nochmal und dieser komische weiße Typ, dieser Zombie, keine Ahnung, was das da ist, diese Menschen da halt aus der Zitadelle, der fliegt dann auf den Boden und Tom Hardy schwingt sich da drüber und dann explodiert irgendwie alles. Übel geile Szene. Also Mad Max Fury Road fand ich richtig gut. Habt ihr den gesehen? Nee. Panda? Ich habe ungefähr die ersten 3 Minuten gesehen und dann habe ich es ausgemacht, weil ich es nicht ausgehalten habe. Warum? Ich fand's fürchterlich, aber ich. Das, nein, muss du. Ihm noch mal irgendwann eine Chance ganz geben, ehrlich, ich dachte auch Kill Bill ist fürchterlich. Ach, oh nee, die sind gut. Ja, ja, das ist ein genialer Film, richtig. Du musst auf jeden Fall den noch mal eine Chance geben und dir den angucken. Weil ich habe den auch das erste Mal, ich habe den bisher 2-mal gesehen. Einmal, als der rauskam damals und ich dachte so, oh, wie langweilig ist der? Die fahren ja nur durch die Wüste und dann ist da, wo Furiosa hin will. Ihr Ort, den gibt's gar nicht mehr, von dem die damals entführt wurde. Und dann sind sie zurückgefahren und haben die Zitadelle oder sowas eingenommen, ne? Also die sind einfach nur durch die Wüste hin und wieder zurückgefahren. Voll öde eigentlich, aber dieser Film ist ein absolutes Meisterwerk und der hat jeden Oscar verdient, den er gewonnen hat. Und das zweite Mal habe ich den nämlich geguckt, nachdem ich Furiosa im Kino geguckt habe, weil das erzählt genau die Vorgeschichte und knüpft wirklich in der Sekunde an Fury Road. Oh, okay. Das ist richtig gut. Dann sehen wir mal, wie so. Wir da haben. Ah. Ey, Leute. Was war das? Flüssiger Gummi? Ja, ich weiß gar nicht, was das jetzt genau war. Aber das ist doch der Typ mit dem schwarzen Punkt. Ja. Ja, das bist du. Ja, richtig. Der wird jetzt sagen, verstehst du? Verstehst du, was ich meine? Ich brauchte neue Stifte. Zweiter Akt. Recht muss recht bleiben. Oh ja, ich bin Stainless, aber mein richtiger Name ist Tom. Er lügt. Er möchte den Fame haben, sag ich dir. Er ist gar nicht Stainless. Und Stainless wird jetzt gleich nochmal zuschlagen, während er in Gewahrsam sitzt. Tommy Howard ist Tommy Howard. Verstehen so, Sie, was und ich... jetzt mal hasta la vista, Leute. Wenn Sie diesen Kostenvoranschlag unterschreiben, dann können wir eine neue Ausstattung... Also, Sie hat einen Handschuh in der linken Hand. Das ist sowas von jetzt sicher, dass sie das war. Marvin Stark. Marvin California hier am Start. Durch euer Foreshadowing, also. Wir sind richtige Detektive, ey. Das macht schon richtig Spaß, das Ganze hier so zu lösen. Denn nicht nötig, dieser Schmierfink ist endlich aus dem Verkehr gezogen. Nur guck nicht so bockig. Ach, sie wollte noch eine Genehmigung haben, bekommt die jetzt wieder nicht. Das heißt, jetzt wird nochmal gemädelt. Mhm. Nicht schlecht, wir haben die Hälfte rum und wir haben jetzt schon den Täter überführt. Jetzt brauchen wir nur noch einen Beweis, um sie dingfest zu machen. Was von glücklich, dass sie nicht mal bemerkt hat, dass sie für $700 Büromaterial zerstört habt. Aber keine Sorge, das wird sie noch. Ist das für mich? Es steht ein Name drauf. Wunderbar, man hält die Ellbogen dicht am Körper und richtet die Augen auf das Ziel. Ruder, dein Boot vorbei am roten Baum. Möri, das Leben ist ein Traum. Das Leben ist ein Traum. Oh, woher kommt die denn, Alter? Meint ihr, die hatten meint ihr, die werden auch eingesetzt, wenn es mal einen Amok-Alarm gibt? Die lösen das, bevor das FBI das überhaupt weiß. Wahrscheinlich. Genau. Wirklich witzig, Leute. Ganz doll lustig. Halt mal.
Sind das die Stifte, die Tommy klauen wollte? Ja, ich habe sie selbst. Die sind schwarz. Wie Fillmore. Selbst eingepackt. Selbst eingepackt. Oh nein, ich kenne diesen Gesichtsausdruck, Fillmore. Ja, aber guter Punkt. Wir haben hier einen schwarzen Hauptcharakter und der geht uns nicht auf den Sack mit irgendeinem Woke-Müll. Es ist halt einfach egal. So wie es früher einfach Zeit. War. Ich sag euch ganz ehrlich, Fillmore ist der Denzel Washington des Zeichentricks. Ja, und keiner hat sich hinterfragt. Ja. Die Serie ist auch eigentlich sehr gut gealtert, oder? Also wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, ich finde, die kann man echt wirklich gerade ganz gut gucken. Und keiner ist schwul. Spaß, das wissen wir nicht. Boosties-basierte Krimi-Show. Nicht, dass Tommy. Ich glaube nicht, dass Tommy Stainless ist. Nein, ich bitte dich, tu mir das nicht an. Stainless hätte nach roten Filzstiften gesucht. Diese hier sind schwarz. Genau diese hier hatte Tommy für sein 700. Ganz ehrlich, ich bin einfach zu wild für diese Sendung. Das habe ich gerade schon vor 2 Minuten erzählt, bevor Fillmore das gerallt hat. Schichtendickes Meisterwerk benutzt. Und er hatte an seinen Händen auch keine roten Farbrückstände. Siehst du, was ich hier habe? Ein unterschriebenes Geständnis von Tommy Howard. Tommy will nur Aufmerksamkeit. Er will berühmt werden. Jetzt ist er's. Okay, dann sucht weiter. Aber möglichst diskret. Schwer zu glauben, dass jemand unter so etwas seinen Namen schmiert, nur um Aufmerksamkeit zu kriegen. Schmiert? Wahnsinn! Das ist es! Pass mal auf. Die Schrift bleibt erstmal feucht. Rechtshänder müssen sich keine Sorgen machen, dass sie verschmiert. Panda stark. Aber ein Linkshänder neigt dazu, mit der Hand über das frisch Geschriebene zu wischen. Außer? Außer? Die Person schreibt rückwärts. Von rechts nach links. Stainless ist Linkshänder. Ich könnte das gar nicht so schnell rückwärts die Buchstaben aufschreiben. Ich müsste überlegen, welcher kommt. Das ist es, was Julian uns sagen wollte. Ausgezeichnete Arbeit, Officers. Ja, Julian. Das Problem ist nur, dass 15% der Schüler Linkshänder sind. So viele Verdächtige und so wenig Zeit. Stainless verziert wahrscheinlich schon den nächsten Toilettenraum, während ihr hier steht und mit mir redet. Das sind alle 14 renovierten Toiletten. Das erinnert mich voll an irgendeinen Film. Leute, ihr müsst mir jetzt mal helfen. Ja, ich kann dir sagen, welcher Film. Schweigen der Lämmer. Okay. Den habe ich nie gesehen. Der Typ ist quasi Hannibal Lecter. Ja, es ist wirklich so. Es ist exakt so wie ein Schweigender Lämmer. Der Hauptdetektiv geht auch zu dem zu so einem Mörder, der es davor gemacht hat, um den Trittbrettfahrer zu finden. Und der sagt auch mal, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, das ist so und so. Und der deckt sich die ganze Zeit über die Lippen. Und so. Aber es ist halt wirklich, wie Panda sagt, das ist halt 1:1, ja. Ah, nice. Weil das ist ja ein Stilmittel, das ist ja sehr, sehr bekannt, dass sich dann der Cop die entsprechende Hilfe aus dem Knast sucht, weil es gab mal einen Film mit Eddie Murphy. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wie der hieß. Da ist Eddie Murphy im Knast und er wird rausgeholt von... Oh Gott, den Schauspieler kennt man auch. Naja, auf jeden Fall hilft er ihm dann dabei. Und und am Ende muss er dann halt nicht mehr die volle Strafe absitzen. Okay. Letten. Welche ist als nächstes dran, Julian? Ich kann nicht die Gedanken von Stainless lesen, oder doch? Sieh dir die Bilder an, Julian. Welche würdest du... Aber schon nice ist, dass sie so eine Schweigen der Lämmer-Referenz hat. Das ist extrem harter auch, weil es sind tatsächlich auch die gleichen Dialoge, die sie führt. Nur nicht mit Toiletten offensichtlich, aber sie zeigt nämlich auch Bilder und sagt, was würde der Täter als nächstes tun. Das ist ganz cool. Du hast nicht hier würdest du nehmen. Du hast nichts zu verlieren, wenn du uns hilfst. Ich habe aber auch nichts zu gewinnen. Du hast nichts zu gewinnen, Julian? Wie wär's mit Zugriff auf Malutensilien? Natürlich nur unter Aufsicht. Du könntest wieder künstlerisch tätig sein. Oh, Alter, er kann Macaroni in das Buch kleben. Das ist natürlich verlockend. Denk darüber nach. Ich habe bei 7 aufeinanderfolgenden Kunstausstellungen den 1. Preis gewonnen. Das brachte mir eine nette Fangemeinde ein. Aber als ich plötzlich... Mac and Cheese, Alter. ...nicht mehr so gut abgeschnitten habe, wurde die Fangemeinde immer kleiner. Sicher, es waren die Treuesten, die übrig blieben. Aber ich wollte mehr. Ich wollte unsterblich werden. Und ich wusste wie. Als Flavor Saver. Der Künstler Randall Julian ist nur noch eine Erinnerung, die langsam verblasst. Und auch nur für die, die sich überhaupt an ihn erinnern können.
Es ist diese hier. Also gut. Oha, Fillmore, Alter. Ich stell dir vor, der bricht da jetzt aus, weil da so eine kleine Lücke ist. Und er lässt den Bleistift einfach zurück. Ich hab was. Würdest du lieber 2 Monate alte Käsemakaroni essen oder einen Spinatauflauf? Ich nehme die antiken Käsemakaroni. Das war ja auch leicht. Du bist dran. Eichhörnchen? Hä, jederzeit den Spinatauflauf, oder Leute? Du was von? Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Kein Spinat-Fan? Nee. Laut meiner Mutter war ich das als Kind, aber Zeiten sind vorbei. Hä, davor kriegst du dicke Arme. In der Regel eher dicke Unterarme, weil das Popeye auch hatte, aber egal. Ich glaube, Popeye hatte Krebs. Popeye hatte auf jeden Fall sehr komische Proportionen. Ein Burger oder lieber einen Sack Blumenerde? Ich nehme die Erde. Fillmore, Ingrid, eine verdächtige Person ist im Anflug. Danke, Tahama, wir übernehmen das. Das ist Frankie Polk und er geht in die Mädchentoilette. Ja, ah, perfekt. Da haben wir also unseren ersten Transgender. Why are you gay? Vergiss nicht, dir die Hände zu waschen, Frankie. Ja. Jetzt stellt euch mal vor, die hätten ihn bei was anderem erwischt. Uff. Dann tritt er auch noch so die Tür ein, weißt du? Ja, Mann. Und dann... Als ob der nicht abgeschlossen hat. Stellt euch mal vor, er wäre da nur reingegangen zum Kacken. Der arme Junge. Jetzt sammle ich mich, wasche die Hände. Oh, Leute. Ich habe heute einen gesehen. Also, wie dreist kann man sein? Ihr müsst euch vorstellen, ich war auf einem öffentlichen Klo. Und da sind mehrere Pissoirs gewesen. Und ich stehe da. Und der Typ stellt sich direkt neben mich. Und es gibt diesen Kodex, ja, der steht zwar nirgendwo geschrieben, aber jeder hält sich daran, dass man sich nicht direkt neben den fremden Kerl stellt. Ja, den gibt's, das stimmt. Ja, dann stellst du dich halt an was anderes. Zumindest muss eine Lücke dazwischen sein. Aber der stellt sich direkt neben mich. Bitte, Panda? Der wollte bestimmt gucken. Ja. Und ich habe dann aber einfach abgebrochen, obwohl ich noch weitermachen musste. Aber das geht so nicht. Und dann habe ich Hände gewaschen, bin dann gegangen und dann kam der, als ich die Hände noch abgetrocknet habe, kam der Typ dann auch, hat die Hände nur einmal kurz nass gemacht und dann abgetrocknet. Er hat gar keine Seife genommen, der Hund. Ich zeichne Toiletten, wundervolle Toiletten. Die perfekte Verbindung von Form und Funktion, von Stil und Substanz, von Wasser und Porzellan. Warum macht er das auf der Weibertoilette? Naja. Das sind doch die gleichen, oder? Das sind schon die gleichen, ja. Das war eher ein Fehlalarm, Leute. Tu uns einen Gefallen, Frankie. Zeichne in Zukunft nur noch Jungstoiletten. Natürlich, Officers. Ich wollte ja nur die besondere Atmosphäre der... Oh, Junge, die Farbe ist noch frisch. Na, warte mal, ihr habt's auch gesehen, oder? Warte, ich zeig's mal kurz. Mit. Das... Nein, das sind verfassungsfeindliche Symbole. Ich distanziere mich von diesem Schwachsinn. Nee. Junge, ich glaube, jetzt suchen das wir... Das erste S ist aber anders geschrieben, deswegen ist es mir auch aufgefallen. Das möchte ich nicht so sehen, aber... Ich sag dir ganz ehrlich, jetzt suchen wir nicht nach irgendwem, sondern wir suchen nach einem Radikalen. Es wird ja immer wilder hier. Oh Gott. Ich würde sagen, die gehen mal in die KG und suchen da... Fillmore, hier, sie ist noch frisch. Was ist das denn, Digga? So viel was Wasser kommt. Bürsten? Da so viel Idee Wasser ist. Kommt da raus, womit man sich den Arsch abspülen kann. Ja! Muss sehr sauber werden. Ja. Dieser Strahl hat einen Querschnitt, ey, der ist so groß wie Fillmores Oberkörper. Was ist mit Ingrid? Dritter Akt. Die durfte da nicht rein, das war die Männertoilette. Ah, nee, sie hatte das S Ach ja, stimmt. Abgewischt. Keine Ahnung, vielleicht hat's die auch
erwischt. In eine andere Richtung. Auf frischer Tat ertappt. Hör zu, Sportsfreund. Ich musste gerade unterschreiben, dass Tommy unschuldig ist. Und das okay geben, 200 brandneue, rostfreie Stahlkabinen zu bestellen. Wenn es dir nicht bald gelingt, diesen Schmierfinken dingfest zu machen, kann ich mir durchaus vorstellen, hier ein Yoga-Zentrum einzurichten. Dann gibt's ja auch noch die Yoga-AG. Randall Julian hat schon mal recht gehabt. Geht noch mal zu ihm. Die haben alle Telefone und alle Rechner. Er ist weg! Er ist weg! Ich wusste es, er malt nicht nur damit, sondern er kommt unter diesem kleinen Stift durch, weil Fillmore den genau an der Kante hat fallen lassen. Moment, er ist weg? Also spätestens abends ist er wieder zu Hause bei seinen Eltern, dann geht doch da hin. Julian konnte entkommen! Überleg mal, du hast einen Job, diesen kleinen Knirps zu bewachen, in diesem Bunker, wo es nur einen Ausgang gibt, und den verkackst du? Das stimmt. Ich will es nicht sagen, aber das ist gerade exakt das Schweigendilemma. Wie genial. Ich habe den Film leider überhaupt nicht gesehen. Ich habe da keine Referenz zu. Ich werde es nachholen. Ich verspreche es euch, Leute. Ja. Überleg mal, das hat er mit einem Bleistift gemacht, der keine 1,5 Zentimeter mehr lang war. Ersetze jede Schmiererei durch eine Leiche und du hast das Schweigen der Lämmer. Ja. Wie ist er da hochgekommen? Stimmt. Ich bin wirklich begeistert, wie viele Referenzen es hier gibt. Wenn dir das sagt, ey, okay. Hätte ich nicht gedacht. Dann ist die Folge ja doch vielleicht gar nicht mal so schlecht. Besonders, ich denke mal, die etwas älteren Semester kennen doch Schweigen der Lämmer. Von wann ist der Film? 1999, glaube ich. Krass, dann müsste ich den eigentlich auch kennen. Keine Ahnung, vielleicht habe ich den nie geguckt, weil ich den Titel scheiße fand. 1991 tatsächlich. 91. Okay, ja, ey, wird nachgeholt, verspreche ich euch. Alter, sogar an den Lampen. An der Decke. Und der Stift hat sich nicht abgenutzt. Das ist wirklich eine Kunst. Officers? Julian. Bitte nennt mich Flavor. Flavor Saver. Wie hat er das aufgenommen? Wir hatten eine Abmachung. Zugriff das ist live. Das ist live. Wie können die eigentlich mit ihm sprechen? Woher hat er Internet? Achso, ja doch, weil der unterrichtet wird per Internet. Genau. Aber das ist doch... Nee, Quatsch. Wahrscheinlich muss er auch Rückfragen stellen können. Das ist ja genial. Hat mich gerade ein bisschen an Saw erinnert. Officers. Es ist Zeit, ein Spiel zu spielen. Wundert es, dass es einen Schüler gibt, der in seiner Gefängnisuniform einfach so in den Raum kommt. Das geht keiner mit. Stainless zu fangen. Ich habe alle Malutensilien hier, die ich brauche, um sicherzugehen, dass die Schule mich niemals vergisst. Macht's gut, Officers. Keine Sorge, ich habe euch ein Geschenk dagelassen. Es ist nichts drin. Das ist nur eine alte Ausgabe der Schulzeitung. Siehst du, was ich sehe? Robin Spencer schneidet das Band mit ihrer linken Hand durch. Und sie trägt einen Handschuh. Volltreffer. Einfach stark. Ich weiß nicht mehr, wer es eben gesagt hat. Marvin war das? Also ja. Wirklich, eigentlich können wir zu dritt, ne? Easy eine Detektei aufmachen. So, wir gehen in die AG. Robin Spencer hat 43 Mal einen Antrag auf Kabinen aus rostfreiem Edelstahl eingereicht. Und sie hat gesagt, sie wurde jedes Mal ignoriert. Gibt es einen besseren Weg zu beweisen, dass Anti-Graffiti-Kabinen notwendig sind, als sie selbst zu beschmieren? Ich verstehe. Sie wollte damit durchbringen, dass ihre Kabinen doch noch aufgebaut werden. Die kriegt sowas von einem Schulverweis und eine richtig saftige, fette Anzeige. In den Lieferpapieren steht, Robins Edelstahlkabinen werden heute geliefert und zwar genau jetzt. Die kommen in die Toilette im Haarflügel neben dem Gewächshaus. Rostfreier Edelstahl, du wirst mich an die Spitze bringen. Aber was hat sie denn davon, wenn die dann überall diese Edelstahloptik hat? Kennt ihr diese Knasttoiletten, die diese Edelstahloptik haben? Ja. Also, da ist, die haben nicht mal eine richtige. Im Flugzeug oder im Zug hast du die auch. Okay.
Marvin, warst du schon mal im Zug auf dem Klo? Glücklicherweise kann ich mich nicht daran erinnern, weil ich kaum öffentliche Verkehrsmittel benutze. Ja, Mann, also manchmal muss man das halt, ne? Dann ist man auch nicht stolz drauf. Und du machst es dann irgendwie so, dass du, soll ich euch mal eine witzige Geschichte erzählen? Ich war mal im Zug auf dem Klo. Und du willst um Gottes Willen nicht irgendwie in Kontakt mit der Klobrille kommen. Also setzt du dich so halb da drüber und versuchst dann da so reinzupinkeln, weißt du? Ah, es tut mir leid, ich habe schon wieder weißt du gesagt. Verstehst du? Ja. Dann fährt der Zug los und ich flieg da vorne. Oh Gott. Und mit dem Kopf in den scheiß Spiegel. Oh, und dann war der kaputt. Oh Gott. Oh Gott, ey. Was hast du da gemacht? Ja, ich hab dann abgezogen, die Hände gewaschen und hab mich dann dahingesetzt. Und das war's. So, so getan, als wärst du es nicht gewesen. Mhm, gibt keine Beweise. geht so ein Schaffner durch den Zug, guckt sich Leute an, Arne sitzt normal da. Also du blutest so am Kopf. Einer hat richtige Schnitte vom Glas im Gesicht. Ja. Aber ihr Motiv, nochmal auf Filme zu kommen, ihr Motiv ist, dass rostfreier Stahl leichter zu reinigen ist. Das hat sie ja schon gesagt. Ja, richtig. Du kannst die Schmiererei schneller wegmachen. Ja, aber vor ihr gab es ja nicht mal Schmierereien. Kennst du kurze Filmreferenz? Hast du mal Suicide Squad 1 gesehen? Ja, fand ich nicht gut. Das ist das schlechte Suicide Squad. Genau. Der Grund, warum es das Suicide Squad gibt, ist ja das Suicide Squad. Also der Circle Jerk ist ja, wir rekrutieren jemanden, der eigentlich böse ist, deswegen brauchen wir diese Gruppe. Das macht sie ja auch. Wenn sie nicht geschmiert hätte, hätte sie auch keine schmierfreiere Toiletten gebraucht. Ich. Ja, schon. Also. Ah, Suicide Squad, ich hab den von vorne bis hin nicht gereilt. Joker, ist Joker die böse Person? Nein, die böse Person ist Enchantress. Wer ist das denn? Das ist die Archäologin, die in so einem Tempel dieses. Oh Gott, Alter. Das ist kein guter Film. Das ist ich habe mir nicht mal die Story gemerkt. Mir spielt Will Smith nicht damit. Ich habe auch alles vergessen. Am Anfang sind die doch in diesem Militärzentrum, wo er die Ansage hält. Ja, genau. Will Smith spielt Deadshot. Ja, komm. Also der Film war so schlecht. Das Einzige, was irgendwie ikonisch hängen geblieben ist, war Margot Robbie als Harley Quinn. Kommt im zweiten Teil vor. Die kommt auch im zweiten Teil vor. Nee, die kommt auch oder nur? Ja, die kommt auch vor, im zweiten Teil. Okay. Ich fand Jared Leto als Joker überragend schlecht. Absolut null Charakter. Und das ist, gut, vielleicht ist man auch nicht fair zu ihm, aber er übernimmt eine Rolle, die vor ihm von Heath Ledger gespielt wurde in Batman, The Dark Knight. Also, eigentlich kannst du, diese Rolle ist zwar irgendwo ikonisch und man möchte sie natürlich immer wieder mit beibehalten, aber du kannst diese Rolle nicht nochmal dermaßen oder derart besetzen, weswegen du niemals dieses Level an diesem Joker erreichen wirst. Besonders, weil das auch keine Christopher Nolan-Filme sind, die dem ganzen Charakter nochmal mehr Tiefe geben. Ja, das ist also. Man sollte generell auch einfach mal anfangen, wieder anständige Filme zu machen, die nicht einfach nur ein Sequel oder im selben Universum oder sonst was sind. Ja, ja. Von irgendwelchen anderen Filmen, sondern wirklich mal eigenständige Werke, das wäre mal wieder schön. Das ist interessant, dass du es sagst. Ich war jetzt, ich arbeite gerade an einer Halloween-Analyse von Speak No Evil. Und dieser Film ist von 2024. Vor 2 Jahren kam aber das dänische Original daraus. Also ich verstehe nicht, warum es die Notwendigkeit gab, nach 2 Jahren ein Remake zu machen oder was man unbedingt anders erzählen wollte als im ersten Original. Ich habe den ersten jetzt nicht gesehen, ich hatte mir dazu ein paar Reviews angeguckt. Aber es benötigt, also es gibt nicht diesen Bedarf, dieses Remake dafür zu machen. Ne? Also weder vom technischen Fortschritt noch von dem, was erzählt wurde, so wie ich das gelesen habe oder gehört habe. Also, ist das ein amerikanischer Film, der neue? Ja, ist ein amerikanischer Film jetzt. Ja, ich glaube, Amerikaner mögen keine ausländischen Filme, also deswegen machen die das immer weiß ich nicht. Es gibt doch auch von Beste Freunde oder. Ja, das wollte ich auch als Beispiel nehmen. Ja, genau das. Es gibt ja auch von allem US-Remake. Von japanischen Horrorfilmen, von allem. Godzilla. Aber das haben die Amerikaner besser hingekriegt mit dem Godzilla von 98. Gut, wir gucken weiter. Sie war es jetzt wird sie überführt. Oh,
ich wollte dich wie nie was zuvor. Wie nie was zuvor? Und das ist die Erklärung dafür, alle Toiletten voll zu schmieren? Ich weiß nicht, wovon du redest. Oh, das glaube ich schon. Ich denke, du konntest es nicht ertragen, dass sie dich einfach ignorieren. Ich glaube, du wolltest beweisen, dass Edelstahlkabinen notwendig sind. Ich glaube, du bist Stainless. Das ist doch lächerlich. Du hast nicht die geringsten Beweise dafür. Jetzt schon. Oh. Hammer, wir brauchen Verstärkung. Eigentlich muss man da gar nicht hinterherrennen. Also allerspätestens kann dann abends mal oder kann einfach die Direktorin bei den Eltern anrufen. Ja, so und dann, einfach könnte es sein. Ja, spart euch eure Energie. Ihr habt den Beweis, fertig. Wie viele Toiletten sind denn das? Ich werde als die Schülerin in die Geschichte eingehen, die dafür gesorgt hat, dass Graffiti ein Ende hat. Was soll's, wenn ich dazu ein paar Kabinen vollschmieren musste? Das war nur der Anfang. Präsidentin des Schülerparlaments, Schulsprecherin, Bestaussehendste im Jahrbuch und noch vieles, vieles. Es wäre jetzt noch geil, wenn der Edelstahl spiegeln würde, dann hättest du wie so ein Spiegelkabinett. Ist mehr. Eins verspreche ich dir, bald kennt jeder den Namen Robin Spencer. Nein, Robin, das Spiel ist hier und jetzt vorbei. Tut mir leid, Officer, aber ich fürchte, Stainless wird einen ganz sauberen Abgang machen. Erstmal kaputt machen. Perfekt. So, Materialschaden in Höhe von Edelstahl ist teuer. Das sind bestimmt 400, 500 Euro. Was stand da? Macaroni. Oh. Vallejos Angelroute. Die Ellbogen. Oh nein. Junge, er angelt sich einfach die Chayas. Augen aufs Ziel und die Augen aufs Ziel richten. Das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich auch nicht kommen sehen. Das war stark. Angelt sie jetzt wirklich. Ist ja witzig, wenn der Wagen jetzt noch explodiert wird. Ja, ja, Mann, das dachte ich mir auch gerade bei dem Fahrrad im Intro. Aber das ist dann so eine SpongeBob-Referenz, wo Thaddeus die Klippe runterfällt. Ich sag mal, ihr zwei habt den Fall sauber abgewickelt. Eigentlich ja eingewickelt. Kapiert? Ein kleines Wortspiel mit dem Wort wickeln. Ich hasse dieses Kind. Was ist bloß? Ich hoffe, ihr habt's. Ja, hier, Chief. Sieht ganz so aus, als könnte ich jetzt doch noch in Ruhe angeln gehen. Was? Was ist? Fillmore! Nee, Digga, das geht auf deine Kappe. Da kannst du jetzt den guten Fillmore nicht für ans Kreuz nageln. Principal Folsom ist sich noch nicht ganz sicher, ob sie euch belohnen oder nachsitzen lassen soll. Auf der einen Seite habt ihr Stainless gefasst. Andererseits habt ihr eine ganze Lieferung rostfreien Edelstahl zerstört, die Macaroni-Vorräte für einen Monat vernichtet und... Nee, also die Rechnung, die geht ja dann an die Eltern von der guten Stainless. Und ihr habt den berüchtigsten Tagger der Schulgeschichte die Flucht ermöglicht. Randall Julian läuft da draußen frei herum und keiner weiß, wo er als nächstes zuschlagen wird. Heilige Scheiße, der wird ja wohl morgen irgendwie im Unterricht erscheinen, oder nicht? Nein, bestimmt nicht. Ist doch Wochenende. Hey, Julian. Fillmore, ich hätte es wissen sollen. Du bist der Einzige, der mich je verstanden hat. Nein, ich verstehe dich nicht. Du wirfst dein großartiges künstlerisches Talent einfach so weg. Halt stehen bleiben! Ich muss nur noch mit diesem Stift meinen Namen an die Toilettentür schreiben. Und mein Meisterwerk ist vollendet. Das. Ah, es gab schon echt wilde Schulklo-Kritzeleien. Also, das gab's auch. Erinnert ihr euch noch an irgendwelche Sachen? Also, meistens standen da immer irgendwelche Beleidigungen oder so. Aber manchmal standen auch echt interessante Texte von irgendwelchen Leuten, wo die Philosophie ein bisschen gekickt hat, während man da eine kleine Sitzung gehalten hat. Das ist kein Meisterwerk, okay. Julian. Das ist nur Schmiererei. Sowas kann jeder von uns. Aber in der Bücherei hängen immer noch ein paar von deinen Macaroni-Collagen an der Wand. Willst du wissen, warum? Weil diese Bilder die Leute bewegt haben. Ja. Und stell dir vor, das tun sie immer noch. Und warum gab mir dann die Preisrichter bei der Kunstausstellung Platz Nummer 3? Oder Platz Nummer 4? Sie haben sogar behauptet, es sei nicht mehr zu bewerten. Das hier entzieht sich jeder Bewertung. Niemand kann dieses... Junge, die haben den Jungen echt gebrochen.
Kunstwerk ignorieren. Ja, oh, das ist also dein Problem. Du willst um jeden Preis Aufmerksamkeit erregen. Warum schreibst du da nicht einfach mal deinen richtigen Namen? Versteck dich nicht hinter deinem Flavorsaver-Tag. Warum schreibst du nicht einfach Randall Julian hin? Na schön, Fillmore. Ich tu's. Ich tu's. Nein, du wirst es nicht tun. Denn dann weiß jeder, was dein Problem ist. Es war mal ein wahrer Künstler, der sich verletzt fühlte und beschloss, auch alle anderen zu verletzen, weil er berühmt werden wollte. Ich finde es genial, wie Fillmore an seine Moral appelliert und ihm ins Gewissen redet, aber auf basierter Art und Weise. Vergessen hatte, worum es bei Kunst überhaupt geht, die Welt zu verschönern und nicht, dass jeder seinen Namen... Richtig, es geht darum, die Welt zu verschönern und nicht die Welt zu provozieren. Danke, danke. Kennt. Spike die Waffe weg. Wie die Waffe. Die und dann hat er die weggekickt. Zu Hause, Randall. Du weißt nicht zufällig, wie ich an ein paar Macaroni kommen kann, oder? Stell dir vor, das weiß ich. Uff, Alter. Stark. Ja, was nehmen wir mit, Panda? Fillmore ist ein basierter Kerl. Kann man nicht sagen. Ist so. Also. Wir nennen ihn eigentlich alle mit Nachnamen. Wer mit Nachnamen? Fillmore ist ein Nachname. Stimmt. Ja, war auf jeden Fall witzig, dass man nach so vielen Jahren nochmal zu sehen. Ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass viele von meinen Zuschauern das gar nicht kennen. Wobei, wahrscheinlich werde ich überrascht sein, dass es doch mehr kennen, als ich vermute. Wahrscheinlich schon. Ich hoffe, dass die Leute, die Schweigende Lämmer-Referenzen gesehen haben, was es dann natürlich dann doch nochmal interessanter macht, dass so eine Kinderserie das als Krimi aufnimmt. Ja. Leute, ich bedanke mich bei euch beiden. War interessant, sich das mal reinzuziehen. Ich glaube nicht, dass das hier jetzt ein regelmäßiges Format wird, dass wir uns Kinderserien angucken. Nächstes Mal SpongeBob, genau. Gut, und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit dem AfD-Verbot im Bundestag. Ihr habt die Schlussworte, Marvin und dann Panda. Ja, vielen Dank für die interessante Reaction. Ich bin ein bisschen überfordert. Und für die Einladung. Auch ich habe zu danken. Danke, Boosty. Danke an alle Zuschauer. Und ja, tschüss.